Einen schönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist beim heutigen Sofa-Gottesdienst. Treue Zuseherinnen und Zuseher wissen, dieses Logo und Sofa stehen im Juli und im August für Sommer für alle. Evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer aus Niederösterreich feiern mit euch Gottesdienst zur gewohnten Zeit an ungewöhnlichen Orten. Es ist gut zu wissen, dass Gott hier bei mir ist und bei euch, wo auch immer ihr gerade seid. Nicht mehr im Urlaub, schon im Urlaub oder noch nicht. Am Strand, in den Bergen, im Garten oder am Weg ins Bad. Mein Name ist Michael Simmer, ich bin Fachinspektor für den evangelischen Religionsunterricht in Niederösterreich und ich mache gerade Urlaub vom Urlaub. Das heißt, ich sitze hier noch im Garten bei uns zu Hause in St. Pölten, aber ich nehme euch gleich mit hinüber in den Sonnenpark. Das sind nur ein paar Meter. Der Kaffee wird nicht kalt werden, auch in diesem Heferl. Wenn nicht, kalter Kaffee macht schön. Dort drüben sehen wir uns gleich wieder, um Gottesdienst zu feiern, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir sind im Sonnenpark angekommen, einem Areal im Süden von St. Pölten, nur einige tausend Quadratmeter groß. Es ist ein ehemaliges Industriegebiet, es gab ein kleines Elektrizitätswerk, das wieder funktioniert, man hört es vielleicht im Hintergrund. Es gab industrielle Produktion, das ist dann vor 50, 60 Jahren komplett eingegangen und der Park wurde überwuchert oder das Areal wurde überwuchert. Die Stadt St. Pölten hat es als Immobilienreserve gekauft. In den 90er Jahren haben hier einige Zeit Flüchtlinge aus dem Jugoslawienkrieg übernachtet und gelebt. Und dann vor 10, 15, 20 Jahren haben junge Künstlerinnen und Musiker begonnen, sich hier zu treffen, sich zurückgezogen, kleine Musikfestivals veranstaltet und der Park, diese Gegend wurde immer bekannter. Inzwischen ist er öffentlich zugänglich und offiziell zugänglich. Und Menschen arbeiten hier und gestalten diesen Park relativ frei und gemeinsam. Er ist kein englischer Garten geworden, aber nicht mehr der Dschungel, der vor einigen Jahrzehnten noch war. Ein wunderschöner Ort, Gottesdienst zu feiern, Gott zu loben und gemeinsam zu beten. Zum Beispiel mit dem ersten Vers aus Psalm 145. Ich will dich erheben, mein Gott, mein König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Lasst uns beten. Gott, ich danke dir für diesen Sommer, für die Ausgelassenheit, die Freiheit, die unendliche Weite, Erholung und Entspannung. Lass uns nicht vergessen, dass es Menschen gibt, die keinen Urlaub haben oder die unter der für uns so angenehmen Sonne oder dem kühlen Sommerregen schrecklich leiden. Ich bitte dich um Mut für die kommende Woche, Gelassenheit in schwierigen Stunden, Freude und Fröhlichkeit am Leben und Hoffnung dort, wo es manchmal hoffnungslos erscheint. Amen. Ich komme sehr gern hierher. Manchmal tatsächlich mit meinem Kaffeeheferl spaziere herum zum Nachdenken. Manchmal laufe ich meine Runden am äußeren Weg und immer wenn ich da bin, schaue ich, was sich da so tut, wie sich der Park verändert, die verschiedenen Ecken und Enden
und ich beobachte gern die Menschen. Und es gibt hier wirklich alles. Es gibt nach wie vor die Künstlerinnen und Musiker, die nach wie vor kleine Konzerte veranstalten. Es gibt einen Tauschflohmarkt für Gewand. Lehrerinnen und Lehrer haben ein Klimalabor aufgebaut, wo sie mit ihren Schülerinnen herkommen und Schülern, um sich mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen. Biologielehrerinnen und Lehrer untersuchen den Park mit ihren Kindern. Es gibt nach wie vor die Graffiti-Sprayer. Es gibt Gärtnerinnen und Gärtner, die Gemüsebeete fast mit dem Lineal anlegen und ganz genau und exakt pflegen und hegen. Es gibt eine Telefonzelle für den Büchertausch. Es gibt Radlbastler, die hier mit ihren Radeln herkommen und die Radeln reparieren. Einige mähen den Rasen, schneiden die Büsche aus, legen wunderschöne, kreative Blumenbeete an. Ja, es ist hier fast alles zu finden. Und ich frage mich dann oft bei dieser großen Unterschiedlichkeit der Interessen, der Vorstellungen, der Lebenswelten, wie wäre das eigentlich, wenn sich die Menschen außerhalb des Parkes begegnen? Hätten die etwas miteinander zu tun? Und ich denke mir oft, wahrscheinlich eher nicht. Und ich könnte mir auch vorstellen, das ist ein Stück weit auch eine Selbstoffenbarung, dass man sich da leicht denkt oder denken würde, was ist denn das für einer? Was ist denn das für eine? Na, zum Glück bin ich nicht so wie die. Weil so wie die tickt oder so wie der tickt, das ist wirklich ganz schräg. Ein nicht besonders freundlicher Gedanke, das weiß ich. Und ich muss ehrlich zugeben, ich denke mir das auch manchmal. Was ist denn das für einer? Gott sei Dank bin ich nicht so wie der oder die. Es gibt dazu eine Geschichte im Lukas-Evangelium, die für den heutigen Sonntag vorgeschlagen ist, die in eine ganz ähnliche Richtung geht. Einige eingebildete, eitle Menschen treffen auf Jesus und Jesus erzählt ihnen die Geschichte vom Pharisäer und vom Zöllner. Die beiden gehen in den Tempel beten und der Pharisäer betet: Guter Gott, danke, dass ich nicht so bin wie die anderen. Diese Prostituierten, Räuber, die anderen Versager, dieser Pöbel. Ich bete jeden Tag, ich faste zweimal im Jahr und ich gebe den zehnten Teil. Der Zöllner steht daneben und betet nur: Gott sei mir Sünder gnädig. Jesus schließt dann ab, indem er sagt, der sich erhöht, der ist von Gott nicht willkommen oder bei Gott nicht willkommen. Der sich aber selbst erniedrigt, der wird gerettet, der ist gerechtfertigt. Ich kann mir vorstellen, dass auch hier im Park manchmal sich die Leute, die da jeden Tag da sind oder sehr oft da sind, ein bisschen schräg anschauen. Aber diese Vielfalt und diese Diversität und wie das hier blüht und wächst und sich verändert, die ganzen organisatorischen Hindernisse, die in den letzten 5 bis 10 Jahren zu überwinden waren, dieses größere Ganze, dieser Park, der auch Park der Begegnung heißt, der dürfte die Menschen irgendwie zusammenschweißen. Da sind Unterschiede, Vergleiche, wer ist besser, wer kann was, wer tut was, wer hat was, anscheinend nicht so wichtig. Nicht nur der Park verändert sich, sondern auch die Menschen. Es ist dieses große Ganze, diese Gemeinschaft, die sich hier angesiedelt hat, die offensichtlich etwas bewirkt. Über alle Unterschiedlichkeiten und Vergleiche hinweg. Ich glaube, dass dieser Zöllner das auch erkennt. Der hat keine Chance bei irgendeinem Vergleich mit dem Pharisäer, logisch. Und doch, er erkennt irgendwie, das größere Ganze ist das, auf was er angewiesen ist, auf das auch der Pharisäer angewiesen ist, auf das alle anderen auch angewiesen sind. Die Gnade und Güte Gottes, die Barmherzigkeit, die Zuwendung Gottes zu jedem einzelnen Menschen, die Liebe Gottes, die man sich nicht verdienen kann, die man sich nicht erleisten kann,
die man geschenkt bekommt. Ein Gnadengeschenk. Keine Chance, wenn ich mich mit jemandem anderen vergleiche, dass Gott sagt, das passt und beim anderen nicht. Dieses Gnadengeschenk, diese Barmherzigkeit, die zeigt sich für mich vor allem in der Form der Angstfreiheit. Das Vertrauen darauf, das Geschenk zu bekommen, das macht das Leben nicht sorgenfrei, aber angstfrei. Keine Angst haben zu müssen, verloren zu gehen, unterzugehen, zu kurz zu kommen, etwas zu verpassen, nicht gut genug zu sein. Das ist das, was der Zöllner bekommt, und das ist das große Ganze, was ihn mit dem Pharisäer und letztlich mit uns allen Menschen verbindet. Und das macht dann auch leicht, mich auf andere Dinge einzulassen, einen anderen Mensch zu erkennen, genauso wie er ist, unabhängig davon, was er kann. Und mich über diese Ungleichheit hinweg anderen Menschen zuzuwenden. Noch ein Wort zum Pharisäer, der ja nicht besonders gut aussteigt. Auch nicht in der Auslegungsgeschichte im Übrigen. Ich habe mir gedacht, Gott sei Dank bin ich nicht wie der Pharisäer. Ertappt. Der deutsche Lyriker Eugen Roth hat dazu ein schönes Gedicht geschrieben, der Salto. Ein Mensch betrachtete einst näher die Fabel von dem Pharisäer, der Gott dankte voll Heuchelei dafür, dass er kein Zöllner sei. Gottlob, rief er im eitlen Sinn, dass ich kein Pharisäer bin. Amen. Ich lade euch ein, mit mir in der Stille zu beten und das vor Gott zu bringen, was euch bewegt. Und was wir sonst noch vor Gott bringen wollen, wofür uns die Worte fehlen, weil es so schön ist oder so schrecklich, das fassen wir zusammen in das eine Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht es die Gesegneten Gottes in diesen heutigen Sonntag in die kommende Woche. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Ich trinke meinen Kaffee aus. Er ist inzwischen kalt geworden. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag, eine gute Woche, wo auch immer ihr dann sein werdet, wenn ihr das anschaut. Nächste Woche ist Superintendent Lars Müller-Marienburg wieder dran und er betet mit euch aus Ansbach. Einen schönen Tag.